Fängt die Folge schon an? Scheiß. Ja, fängt sie. Au! Ein Hamster im Vollrausch! Haha! Willkommen zurück zu Borderlands 2. Ich habe dieses Fahrzeug offiziell beschlagnahmt. Auch nur, weil noch ein Sitz frei war. Was unbenutzt ist, das mache ich benutzt. Oder benutze es. Bist du eigentlich verheiratet? Mit deiner Mutter. Nein, warte, das funktioniert nicht. Nope. Nee, deine Mutter ist eh scheiße. Hat mich nie geliebt. Was ich aber nochmal irgendwie rauskriegen müsste, ist, wo Gages Echologs liegen. Hm. Oh Gott. Wie soll denn das aussehen? Ach, das erste, was ich gewundert habe, war eine Maske. So. Ein Gesicht. Gott. Alter. Na dann. Ja, diese Gliedmaßen sind eindeutig die besten. Menschheit, ich komme. Hallo, ich bin ein Mensch. Ich nehme Nahrung zu mir und ich begehre Dinge. Ich habe Kreditkartenschulden und eine Frau, für die ich nichts empfinde. Too real. Mal hat abgetrennte menschliche Gliedmaßen an sich befestigt, aber irgendwas ist immer noch merkwürdig. Abgesehen von der Tatsache, dass abgetrennte menschliche Gliedmaßen an ihm befestigt sind. Och, irgendetwas stimmt immer noch nicht. Was denn jetzt? Mel hat endlich das Geheimnis wahren Menschseins entdeckt. Er braucht allerdings deine Hilfe. Mhm. Oh Mann. Hi, mir ist eins klar geworden. Ich begreife nun, dass Menschsein nichts mit Kleidung oder einem Gesicht aus Fleisch und Blut zu tun hat. Auf Pandora bedeutet es, dass man versucht, andere Menschen umzubringen. Also, stirb! Danke für deine Hilfe. Wenn ich dich ermordet habe, werde ich ein richtiger Mensch. Du wirst dich. Ein sehr menschlicher Instinkt. Why? Dieser Kampf läuft sehr gut für mich. Kriegst du. Wie geht's das mit? Könnte ich das Adrenalin fühlen? Aua, das hat wehgetan. Menschen empfinden Schmerz. Ich habe Schmerz empfunden. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Hurra, das ist der schönste Tag meines Lebens. Das ist ein fucking Ernst. Mist, Madelu. Dank ein wenig Hoffnung, Zauberei und Geballer wurde Mel endlich zum Menschen. Mehr oder weniger. Die Firma ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Nur, dass die Stats überhaupt nicht stimmen. Meine, guck dir mal die Magazingröße an. Also bei mir steht 1970 Magazingröße. 1970, ja. Schaden? Ich liebe es, Beute zu vergleichen. 51. 44. Aber ich hatte letztens in meinem privaten Durchlauf hatte ich eine Firma, die hatte über 4000 Schaden angegeben, aber die Stats stimmen einfach nicht. Genau das ist das rote Affix. Würde ich dich belügen? Ja, tust du, denn so viel Magazingröße hat die niemals. Mhm. Die ist an sich nicht schlecht, aber wenn du nicht weißt, was die wirklichen Stats sind, kannst du die vergessen. Das ist die Belohnung für die Questreihe. An sich keine schlechte Waffe, aber nutzlos. Ja. Naja. So. Kleiner machen Leute habe ich hier noch gar nicht abgeholt. Oh, die ist eine viel bessere Korrosionswaffe. Und das ist eine schöne Schrot. Warte mal, ich gehe mal kurz zum Inventar.
Was für ein Schild war denn das? War das das? Ja. Nicht immer. Ich fahre in der Zwischenzeit schon mal weiter. Wir müssen nämlich irgendwie hier lang. Okay. Eindringlinge registriert. Sperre Zugang zur Infostockade. Verdammt! Ich hab wirklich, dass wir zu nahe kommen. Rick, hast du einen Plan, wie wir zur Infostockade kommen? Alles hochjagen! Das ist mein Plan! Auf nach Sawtooth Cauldron! Klingt nach einem Plan. Ist ein Plan. Okay, dann kommen wir da erstmal noch nicht hin. Meine Jungs können den Zugang zur Stockade freisprengen, aber dazu brauchen sie mehr Feuerkraft. Du musst ein paar Sprengladungen für sie klauen. Ich bin stolz auf dich. Ah, oh, wie gut. Endlich hat's mal geklappt. Jetzt lass mich ganz kurz auf die Karte nochmal gucken. Da sind wir und wir müssen dahin. Oh, wie assig. Stop it. Get some help. Alter, wie gut, dass ich auf dich gezielt habe, ey. So wirklich so. Wirklich. Das sah bei mir nicht so aus, aber okay. Oh, guck mal, ein kleiner Gunloader. Apropos Sniper. Anderer Spieler nutzt gerade die Catch-A-Ride-Station. Den haben wir doch schon mal gefahren. Echt die Farbe? Ich glaube ja. Wenn nicht an dem, dann waren wir schon mal am. War die schon Moment. Mal am Dingens. Ja, spawn einen zweiten ist okay. Okay. Ja, nee. Steig einfach nicht wieder ein. Kind, ey, ne? Ah, na endlich, geh mal die Hube wieder. Du hast doch nicht etwa Probleme? Was? Ich glaube, da müsste ein bisschen genauer sein. Ich und Probleme, also bitte. Ich bin deine Nichte. Genau, das wollte ich hören. Wir verstehen uns. Genau. Boah. Um dahin zu kommen, wo die Sawtooth-Banditen ihre Bomben lagern, musst du durch die Guano-Grotte.
Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Guano? Also, Fledermauskacke? Es ist ein guter Tag, Fall. Meine Snaps kämpfen seit Jahren gegen die Sawtooth. Diese Bastarde haben Dutzende Kammerjäger an Jack ausgeliefert, wenn die Kohle nur stimmte. Töte sie alle, Kammerjäger. Und du wirst dabei lächeln. Money! Money, 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 money! Mal eine neue Schrot. Mit welchem Level habe ich die eigentlich? Mit Level 16. Ich trage die seit Level 16 mit mir rum. So ungefähr. Das ist genauso wie mit Miss Moxie's Bad Touch. Kriegst du einfach zu früh. Brauchst ja bloß $10,000 spenden. Ich hab dir ja auch bis jetzt schon keine Ahnung wie viel gespendet. Da bei 40.000 kriegst du die Good Touch. Und jetzt spreng den Generator in die Luft, damit sie unsere Frage nicht herablassen können. So, yep. Lob Murph. 2271 mal 6. Nö. So, das ist Flagge Nummer 1 gewesen. Oh boy. Noch zwei. Ach ja. Hast du eine Quest gefunden? Weiß ich nicht, vielleicht. Ui, rudel. What's in the box? Ah. Na dann. Oh, eine Schatzkarte. Die werden ihn nie finden. Niemals finden sie meinen Schatz. War mal in Old Haven, jetzt nicht mehr. Mein, hab die Karte zerfetzt, hab sie den Banditen gegeben. Niemand wird ihn finden. Niemals. Boah, der Typ schien über den verschollenen Banditenschatz von Old Haven zu reden. Wenn du die Teile der Karte findest, könntest du derjenige sein, der ihn hebt. Anscheinend tragen Banditen die Kartenteile mit sich rum. Aber um herauszufinden, welche Banditen eins haben, musst du sie erst umlegen und dann das Beste hoffen. Ach, Brick. Never change.
Onkel? Hä? Warum liegt da ein Höschen? Wahrscheinlich, weil jemand sein Höschen ausgezogen hat und es da hingelegt hat. Was hast du denn jetzt erwartet? Denkt so, ey, ich bin doch gar nicht mal so scheiße. Nee, du bist zwar schon scheiße, aber es war nur Glück. Da kommen Erinnerungen hoch. Als ich das letzte Mal hier war, hatte ich Tiny Tina im Schlepptau, die Granaten auf die Sawtooth-Banditen warf. Wer riecht sie so waschen, bitte? Die haben vielleicht dumm geschaut. Oh, hab ich damals eine Menge Leute. Damals. Wenn nicht so, dass du heute auch noch Leute killst. Na, im Moment sitzt er ja bloß in Sanctuary rum. Oh ja. Ja, okay. Bist ja nicht Roland. Genau. Oder Angel. So. Na dann. Willkommen, willkommen, treue Hörer bei Kai's Corner. Folge 98. Pandora ist leicht. Kein Mensch hat hier je von mir gehört. Hallo? 5 Milliarden Eco-Coast-Abonnenten? Vielleicht kommt ihr ja mal aus eurer Steinzeit raus, ihr Penner. Du bist es. Endlich ein Fan. Ja, Kai, Kai's Corner. Autogramme kosten einen Dollar. Nein, du bist es. Der Auserwählte. Der, der,
Der Auserwählte? Schnell in meinen Laden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Oh Mann. Oh Mann, die Story will ich hören. Ich auch. Hä? Huch? Hä? Der Wurmloch-Thrasher. Oh, die Sau. Ich hab mich schon gewundert, hey, extremer Lag. Nee. Ja, ich werd hier ständig weggeprügelt, dafür kann ich nix. So. Schnauze, ihr Pisser. Ey, das bin ich. Entschuldigung. Nur weil ich hässlich bin. Entschuldigung, liegt in der Familie. Egal, ob du mich liebst oder immer fest drauf. Death Trap, weniger heilen, mehr ballern. Mal das letzte Teil der Karte. Cool. Du hast alle Kartenteile, was? Jetzt solltest du wohl in die Caustic Caverns und den Hinweisen folgen. Läuft ja, alles nach Plan. Wirst du ein steinreicher Slab. So eine beschissene Granate. Was ist denn eine Granate? Ach, hier, guck mal. Was? Ja, steh dich mal hinter mich und guck mal in die. So, da, so ein bisschen über die Hügelkuppe. Granate! Hä? Ja. Die zoomt blitzschnell dahin, wo ich hinziehe. Und wenn ich halt in die Luft gucke, ist die weg. Toll. Auf die Schnauze. Ich bin nämlich ein Slap. Oh, da ist auch noch einer. Sagt Gage sogar selbst, das war gemein. So, hier, friss. Hey. So, bitteschön. So, endlich Ruhe. Endlich. Bräuchte wieder ein paar Granaten. Oh, Iridium, nice. Föhne Ding. Und Ecolog. Nice. Prophezeiung berichtet von einem Mann, der nach Sanctuary kommen und unablässig in einen Echo-Recorder sprechen wird. Ein einfacher Mann von unbekannter Abkunft.
Milliarden Abonnenten? Ein sehr berühmter Mann, geliebt in der ganzen Galaxie. Er wird mit dem Evil Smasher ins Feld ziehen, von mir eigenhändig geschmiedet und unsere Galaxie für immer retten. Ich die Welt retten? Also ich weiß nicht. Es ist deine Bestimmung. Du musst mir den Evil Smasher abkaufen und unseren Planeten retten. Dir winkt Ruhm, Reichtum, Moxis, ja, vor dem Traualtar. Was kostet der fiese Verwüster? $2 Millionen. Oh Mann. Oh Marcus. Never change. Ist so. Aber werde besser. Er geht immer noch besser. So, und das letzte Ding liegt irgendwo oben. Ja, das letzte Ding liegt irgendwo da oben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal immer noch hier lang und den Helikopter zerkloppen. Achso, da komme ich ja wieder zu dir. Ja. Yep. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. So traurig mit dir, meine eigene Nichte. Ja, sorry. Oh, guck mal hier, Wasser. Oh, ich mache jetzt hier eine Watershow. Mach das mal so zwischen den Folgen. Wir verabschieden uns in der Zeit. Hallo. Die findet mich hier nie. Ach, scheiße. Au. 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 Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.